darkness bright. We welcome all of you. We see you every week and hi, guten Tag, liebe Freundinnen. Willkommen euch zu sehen. Wir sind sehr froh, euch hier zu sehen. Wir sind hier die ganze Nordamerika und KPU. Wir haben gemeinsam diesen Yeshiva Traverot vorbereitet. Und es war eine ganz spezielle Vorbereitung für uns, wo wir uns auch annullieren müssten. Wir wissen, dass Rav uns vorbereitet auf den Zustand des Gebens. Wir wissen jetzt noch nicht, was dieser Eingang in die spirituelle Welt ist, aber es ist etwas Neues für uns alle und wir warten nun und wir erwarten diesen Zustand mit vollster Leidenschaft. Diesen Eingang hatten wir diesen noch nicht gefühlt, aber zusammen starten wir hier und warten wir hier am Eingang. Lass uns nun einander stärken, wie Rav sagt, so sehr wir können. In unseren Szenen einander Kraft geben, damit wir diesen die Spiritualität eintreten können. Lieber Schöpfer, wir möchten vollkommen Ibur erreichen. Und in diesem nächsten Clip, den wir sehen möchten gemeinsam, werden wir hören, wie Rav spricht über Ibur. Lasst uns nun alle gemeinsam zu diesem Embryo werden. Rav. Wenn Frauen unsere Unterrichte hören, in denen wir uns jetzt befinden, in Ebo, und wir möchten zu diesem Zustand der Empfängnis kommen, praktisch jetzt, und wir hoffen sehr, dass wir uns das schaffen können. Und hier gibt es Aufstiege und Abstiege und so weiter, aber das Wichtigste ist, dass wir uns in diese Richtung bewegen und wir müssen den Ebo erlangen. Das ist der erste Zustand in der Spiritualität, so wie der erste Tropfen des Mannes eintritt in die Gebärmutter und daraus kommt der Ubar, das Embryo. Lasst uns nun alle Konditionen so vorbereiten, dass das passiert. Ihr wisst es, ihr versteht es, ihr spürt es von innen drin, ihr Frauen, ihr seid nicht wie Männer. Ihr habt eigentlich ein klareres Verständnis davon, ein tieferes Verständnis davon. Kommt, lasst uns nun zu einem Ubar, zu einem Embryo vereinen. Hallo, liebe Freundinnen, es ist so wundervoll, hier mit euch zu sein. Ihr seid die Größten dieser Generation. Und so wie Rav gesagt haben, wir haben dieses tiefe Gefühl und wir möchten jetzt ein Video gemeinsam schauen. Und wir möchten, dass ihr das in eurem spirituellen Verständnis spürt, in diesem tiefen Gefühl von Spiritualität, dass wir ein Verlangen sind. All of the children are being called to be as one again. And where one desire that cannot be filled unless we come back again, where we will be one in a brand new world. There's a brand new world where the brand new Baal HaSulam, the study of the ten spheres. Baal HaSulam, das Studium der zehn Sphären. Unsere
Unsere Weisen sagten bezüglich der Sibur, dass eine Kerze auf ihrem Kopf eingeschalten wird. Und dies bringt vom Anfang bis zum Ende und es wird die ganze Torah gelernt in ihrer Unendlichkeit. Wir werden nur noch mehr hören von unseren Weisen. Hallo Freunde, Rabash. Artikel 31 bezüglich Jenika und Ibur. Wenn ein Mensch sich ein bisschen annullieren kann und zu dieser Zeit sagt, nun möchte ich mich selbst vor der Kedusha annullieren, was bedeutet, nicht an die Selbstliebe zu denken, sondern nun möchte er Freude dem Schöpfer bereiten. Und er glaubt über dem Verstand, dass obwohl er noch immer nichts fühlt, er glaubt über dem Verstand, dass der Schöpfer ihn hört, das Gebet eines jeden Mundes hört. Und vor ihm sind die Großen und die Kleinen sind gleichwertig. Und vor ihm stehen die Größten der Größten. Und er kann auch den Kleinsten von den Kleinsten helfen. Dies nennt man Ibo, Empfängnis, dass er von seiner eigenen Herrschaft in die Herrschaft des Schöpfers eintritt. Freundinnen, wir werden jetzt einen Workshop beginnen. Und lasst uns sehen, lasst uns uns selbst sehen als dieses Kind. Und nicht die Mutter, nicht den Erwachsenen, sondern als dieses Kind, dieses Baby. Die Frage ist, wie können wir einander helfen, uns zu annullieren, so damit wir nicht an die Selbstliebe denken. Nochmal, wir machen jetzt einen Workshop. Wie können wir einander helfen, uns zu annullieren, dass wir nicht an die Selbstliebe denken? Ziel der Weisheit der Kabbalah ist, all unsere Besonderheit liegt darin, ולזכור שאנחנו פה ביחד, שאנחנו פה עושות, מייצרות ביחד כלי משותף. זאת אומרת, זו לא העבודה רק שלי, זו עבודה של כולנו ביחד כדי לעזור אחת לשנייה, באמת לצאת מחוץ על עצמנו ולדאוג למערכת הכללית, לדאוג למצב המתוקן הזה שיקרה בעולם. זה באמת תלוי אך ורק בזה. אני מרגישה שאנחנו מקבלות פה דוגמה פשוט מדהימה מהחברות שמארגנות את הישיבה הזאת. חברות היקרות שעשו לנו את הקליפ הזה עם הצילומים של התינוקות והאולטרה סאונד של התינוק בבטן, שאנחנו פשוט נמסות ואין מילים, פשוט נשים זה ככה, הן צריכות להרגיש מהבטן, לקבל אחת מהשנייה את החום והאהבה הזה. ורק ככה, ככה, על ידי דוגמאות כאלה ודוגמה אישית, להעביר את ההרגשה הזו של דאגה אחת לשנייה וביטול, כמו אימא לתינוק. משה. כן, מה שעוזר לאימא להגיע לביטול לתינוק זה איזושהי אהבה טבעית ורחמים טבעיים שמזכירים לה כמה הוא חמוד וכמה עכשיו הוא לא יכול בלעדיה וכמה כמה היא צריכה לעטוף אותו באהבה וכמה הוא עדיין לא עצמאי וכמה תלוי בה. כלפי הסירייה, כלפי הקבוצה, אין לנו את התחושה הטבעית הזאת. והדבר היחיד שמציל לנו בזה, זה המקובלים אמרו לנו שזאת הערבות, שנעטוף כל אחת באהבה כל כך, באהבה כל כך מחבקת
עוטפת ונעימה, שהיא לא, לא תרגיש צורך לחשוב על עצמה, תרגיש צורך רק להתבטל. אילנה. ובביטול הזה, מתוך עמקי ליבנו, שאנחנו פותחים אותו לכל חברה וחברה, אנחנו נבקש מבורא שיהיה איתנו, שיעזור לנו להתבטל לכל אחד ואחד ולכל העשירייה ביחד. ענתי. להוסיף על כל מה שאמרתן, היום שמעתי את רב אומר בשיעור שאנחנו הדור הראשון של נשים שנכנסות לתיקון. ושהגברים אלה שממלאים את הכלי שלנו באור, אז כל מה שאנחנו צריכות לעשות זה לדאוג שהכלי יהיה כל הזמן נקי ובאור, ושכל החברות ירגישו בתוך הכלי הזה הכי נוח, הכי רחם. In der alle fühlen, dass es ein Zuhause gibt, dass man hier arbeiten kann, wachsen kann und gemeinsam in Ibur eintreten kann. Nächste Frage. Zusätzlich zu dem, was ihr euch gesagt habt, braucht jeder Einzelne, muss Verantwortung übernehmen und ein Beispiel geben, auch wenn sie Verbindung jetzt gerade nicht spürt, aber sie muss diese gute Stimmung spüren, dass meine Freundinnen das alle, die allergrößten sind, die allerverbundensten sind und diese Stimmung weitergeben. Thank you all for such a rich discussion. Danke euch allen für diese wundervollen Worte. Wie sehr wir uns verbinden können und an andere denken können und nicht nur an uns selbst. Und nun hören wir einen weiteren Clip von Rav, wo er spricht über den Schöpfer. Und was der Schöpfer sagt, was der Rav sagt über die Annullierung. Guten Tag, Rav. Et quelles sont les étapes nécessaires pour atteindre une bonne annulation? Wie können wir in praktischer Art und Weise diese Annullierung fortsetzen? Was sind die Stufen, die zur richtigen Annullierung führen? Rav. Dies ist es, was wir lernen. Die richtige Annullierung ist, dass jeden Tag auf stufenweise Arbeit annulliere ich mich mehr und mehr und mehr gegenüber der höheren Kraft durch den Zehner, nämlich versuche alles zu tun, was Rabash schreibt über die Arbeit im Zehner. Und die ganze Zeit richte ich mich aus darauf, dass es mich so zu einem Zustand bringt, dass ich sozusagen passiv bin gegenüber dem Schöpfer, egal in welcher Form ich mich befinde. Mir ist nicht wichtig, was ich habe oder nicht habe. Gegenüber dem Schöpfer möchte ich in einem Zustand sein, in dem ich bereit bin für alles, wie Standby. Und ich möchte nur eine Sache, dass der Schöpfer sich um mich kümmert. Das war's. Ich möchte mich so ihm hinzugehörig führen und so erwarten, dass er sich dann um mich kümmert. Just as Rav just told us, so wie uns Rav jetzt das gerade gesagt hat, der Schöpfer sorgt sich um uns, kümmert sich um uns. Lasst uns nun diese Geduld üben und einander helfen. Das bringt uns nun zu unserem zweiten Workshop. Wie können wir dem Schöpfer die Möglichkeit geben, dass er uns ans Arbeiten kann?
Nach dem Workshop laden wir euch ein, mit uns zu teilen, was bei euch im Zen herausgekommen ist. Die Frage ist für den Workshop, wie können wir den Schöpfer es ermöglichen, an uns zu arbeiten? Dem Schöpfer es ermöglichen, an uns zu arbeiten, ist nur durch die Annullierung. Ich kann mich nicht wirklich vor dem Schöpfer annullieren, weil ich das nicht weiß, was das ist. Aber wenn ich mich vor dem Zehner, vor dem Verlangen des Zehners annulliere und mit ihnen komme zur Gleichheit der Form, so lassen wir ihn, so öffnen wir uns und können den Einfluss des Schöpfers auf uns spüren. Ich glaube auch, dass es geht um die Öffnung des Herzens zwischen uns. So können wir dies erlangen, wenn wir einander Liebe geben und die Freundinnen umarmen in Liebe. Das ist die Qualität des Schöpfers. Also unsere Ähnlichkeit zu seiner Liebe, das ist es, was die höhere Kraft an uns heranzieht. Nächste Freundin. Ja, wie ich es gesagt habe, nur durch die Freundinnen. Es gibt keinen anderen Weg. Der Schöpfer kann auf keine andere Art und Weise auf uns arbeiten. Nur so kann der Schöpfer an uns arbeiten, durch die Freundinnen hindurch. Tanja. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Schöpfer der Erste ist und der Letzte ist, und wir müssen uns daran erinnern, dass er alle Handlungen macht und dass dies wirklich die Arbeit des Schöpfers ist und nicht unsere. Und ich möchte hinzufügen, dass wir gemeinsam beten, zu allem, was er sagt, uns hinzugeben mit voller Hingabe zum Zehner, zu unserem Weg und dem Schöpfer, an uns arbeiten lassen, alles, was er möchte, und beten, dass wir in seinen Händen sind und dass wir zustehen zu allem, was er tut. Ja, das Gebet ist unser Gefäß. Der Schöpfer arbeitet immer an uns. Er gibt uns immer. Aber wir müssen das verbinden mit Ein und Milvado und sehen, dass hinter jedem Freund die ganze Zeit der Schöpfer steckt und in Dankbarkeit sein. Und dass alles, was passiert, ist passiert nur, um uns weiterzuentwickeln. Renata. Was möchte ich noch hinzufügen zu dem, was er gesagt hat? Ich spüre das mit euch jeden Tag, jede Minute, jeden Moment, dass er mich die ganze Zeit daran erinnert, dass der Schöpfer arbeitet und existiert und liebt und sorgt und dass er alles tut. Und nur so können wir uns weiterentwickeln. Das heißt, ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist die Freundin eigentlich daran zu erinnern, dass der Schöpfer mit uns ist und an uns arbeitet. Und die ganze Zeit das auch zu akzeptieren, auch wenn man lieber irgendwas anderes hören möchte, aber das ist die Antwort, die einzige Antwort, in der es die ganze Wahrheit gibt. Ilana? Okay, dear friends, now's the time. Okay, liebe Freundinnen, nun ist es die Zeit, dass ihr jetzt alle mit uns teilen könnt, was ihr im Zehner gesprochen habt. Bitte, wer auch immer möchte, kann das Fragezeichen einschalten und mit uns teilen. Liebste Freundinnen, wir sind sehr fröhlich, euch zu sagen, wie viel Leidenschaft, wie viel Sehnsucht nach dem Ziel unser Zehner hat. Unser Zehner kam zu dem Zustand, dass wir uns die ganze Zeit an den Schöpfer wenden müssen, die ganze Zeit von ihm bitten müssen, dass er uns verbinden soll.
dass er uns zum Ubar, zum Embryo machen muss. Gemeinsam. And how important it is to be und wie wichtig es ist, dies zu spüren. Uns selbst zu vergessen und uns darauf zu konzentrieren und uns zu erheben und uns zu erheben hinauf zum Schöpfer. Wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen in diesem Prozess. Gracias, gracias, amigas, por esta pregunta. Guten Dank, liebste Freundinnen, für diese Frage. Wenn wir uns gemeinsam anstrengen in der Annullierung vor dem Zehner und dies üben und alle Ratschläge von Rabash versuchen umzusetzen, sehen wir, dass alles nur in Bezug zum Zehner ist und in unserer Verbindung erheben wir ein vollkommenes Gebet zum Schöpfer. Moskau. Liebste Freundinnen, es ist wundervoll und erhebt uns und erweckt uns so sehr, diese Yeshiva Traverot. Der Unterricht war so speziell und danke dem Schöpfer, alles, was uns Rav heute gesagt hat. Wir müssen verstehen, dass ohne einander werden wir die Spiritualität nicht erlangen. Wir müssen diese Verantwortung spüren für jede Einzelne. Kommt, wir machen das gemeinsam. Jede Einzelne muss sich annullieren in Liebe. Aber alles müssen wir in Liebe machen. L'chaim. Liebste Freundinnen, wir haben hier in unserem Zehner darüber gesprochen, wie sehr wir Glückspilze sind. Und der letzte Teil des Unterrichts war wirklich ein Geschenk für uns, weil ohne dem würden wir uns nicht zum nächsten Zustand kommen. Wir müssen kommen zu einem Verlangen und das wird von uns erwartet von oben. Das heißt, wir möchten einfach nur bitten von euch, dass ihr euch verbindet und dass wir alle gemeinsam so zu einer Frau werden, so wie es der Schöpfer von uns verlangt. L'chaim. Our topic today, Ibur, is very serious. Unser Thema heute, Ibur, ist sehr speziell und wir möchten jetzt einen Punkt erlangen, in dem wir einander fühlen und spüren. Und in diesem Lied möchten wir das einfach nur spüren, denn es geht hier um Arvut. Die Gefühle, die wir gemeinsam haben, wie eins. Okay, wir machen jetzt diese Handgriffe, so wie sie es macht. Arvut, Arvut, Kavana. Te agradecemos por este momento. Danos la fuerza para continuar en el camino del otorgamiento y así darte contento. Llevamos mucho tiempo sin sentirnos y ahora nos volvemos a juntar. Solo queremos abrazarnos, fortalecernos juntos, avanzar. Danos gracias por esta grande cena. Solo cúbrenos con tu luz. Hoy y siempre ser parte de este mundo. Todos juntos un solo fin. Danos arbusto. Fuerza para continuar. Cabanar, but, cabanar, but,
camino del otorgamiento. Si estamos juntos en unidad, estando en la intención en otorgar, con la fe en el Creador pedimos con mucho amor, dejando fuera toda la razón. Revelamos la carencia, elevamos la plegaria, nos conectamos elevando el alma, una sola alma, un solo corazón, dando contento siempre al Creador. Damos gracias por esta grande escena, solo cúbrenos con tu luz. Hoy y siempre ser parte de este grupo, todos juntos un solo fin. Danos Arbut, Cabana Arbut, Cabana Arbut, Cabana. Danos la fuerza para confirmar. Cabana Arbut, Cabana Arbut, Cabana. En el camino del otorgamiento. All right, friends, we've come to the conclusion of this amazing meeting, and we're just so honored. Und wir sind nun zum Ende angekommen zu diesem wundervollen Treffen, und wir sind so geehrt und dankbar, dass wir hier gemeinsam sind. Wir wünschen euch alles Liebe vom tiefsten unseres Herzens, und wir lassen sie nun mit diesen Worten von Rabash, Artikel 39. Lasst uns diese Wörter nicht vergessen. Das der Beginn des Eingangs in die Arbeit des Schöpfers nennt man Ibu, Empfängnis, wenn er sich selbst annulliert und so eingepflanzt wird in den Körper des Mutters, der Mutter, wie es geschrieben steht, dass er sich vollkommen annullieren muss. Dies kommt nun von dem Text, dass er die Mutter verstehen muss, und er kann nicht sein in Selbstliebe, die man Malchut nennt. Denn seine normale, seine ursprüngliche Essenz ist, das Willen zu empfangen. Aber er kommt so in den Kli von Willen zu geben. Und das noch bevor er geboren wird, noch bevor die Seele in seinen Körper eindringt. He longs to adhere to him as prior. Und nun möchte er sich anheften. Dies nennt man Ibu, wenn er sich vollkommen selbst annulliert. Nochmal danke, liebste Freundinnen dieses ganzen Weltklis. Danke für die Yeshivat Haverot. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Lechaim, Freundinnen. Love you.